Okay, Leute. Okay, wir schauen uns dann noch den Kussprank an von Irat. Das muss man, das müssen wir jetzt noch machen. Darauf habe ich jetzt Bock drauf. Da habe ich jetzt Bock drauf, okay. Schauen wir uns mal an. Schauen wir uns mal an. Kussprank, Alter. Bin gespannt. Geht fast schief, okay. Wie kann ein Kussprank schief gehen? Hallo, guten Tag, eine Frage. Ich suche sowas wie eine Pizzeria, Pizzeria. Ja, wo ich eine Pizza essen kann. Pass auf, jetzt gehst du hier runter. Ja. Also da über die Straße weg, der Seite. Haben die da auch Pommes? Pommes? Nee, Pommes, Pommes? Kriegst du da hast du hier so. Wissen Sie auch, wo ich einen Kaffee trinken kann? Also ich ja, werde zuerst so alles. Sonst musst du mal ein bisschen rumgucken, wo du. Ja, zuerst Pizza essen, dann Pommes und dann Kaffee trinken. Kaffee kriegen kannst. Weißt du nicht, wo ein Starbucks ist? Nee. Ich habe zum ersten Mal immer. Starbucks? Starbucks. Hast du zum ersten Mal? Ja, ja. Also den Namen höre ich zum ersten Mal. Okay, Boomer. Smart. Na, hör mal! Ja, doch, wirklich. Ich glaube dir natürlich. Gehst du auch mal dahin? Nein. Na, hör mal! Nein, ich will da Kaffee trinken. Eine kurze Frage. Ich suche einen Starbucks. Starbucks? Nee, ich habe gehört, irgendwo im Limmecker Platz soll doch einer sein. Berliner Platz. Ja, genau. Berliner Platz. Ja, genau. Zwei oder drei Italien. Okay, danke. Tschüss. Okay. Ich muss jetzt gehen. Ich muss da lang. Okay. Okay, ich muss aber da lang, okay? Ich habe einen Termin. Du musst jetzt wirklich gehen. Lass mich bitte gehen jetzt. Lass mich bitte gehen jetzt. Was? Bitte, lass mich einfach gehen, bitte. Einfach gehen? Lass mich bitte einfach gehen, okay? Was meinst du? Lass mich bitte einfach gehen, okay? Lass ja. mich gehen. Ja. Okay, alles klar, danke, ne? Ciao. Das ist richtig angsterfüllt. Lass mich gehen, lass mich bitte gehen. Da hört er die ganze Zeit zu. Oh Mann, geil. Hier seid ihr. Oh mein Gott. Oh, sorry, ich dachte hier. Peter? Mein Herr. Oh, sorry, ich dachte, wäre Peter. Wie heißt du? Ist mir als Kind so oft passiert, dass ich zu irgendwelchen Leuten gerannt bin, weil ich dachte, das wäre mein Vater oder so. So immer so fremde Leute die Hand genommen habe oder irgendwelchen Klamotten gezogen habe, so Papa, Papa. Und dann war es gar nicht mein Vater. So, das habe ich auch schon ganz oft gehabt als Kind. Ultra unangenehm. Wie? Karl-Heinz. Nein, jetzt echt? Karl-Heinz? Ja. Ich heiße auch Karl-Heinz. Hi. Nee, ich auch Karl-Heinz. Ich zum ersten Mal jetzt. Karl-Heinz heißt du zum ersten Mal? Nein, nein, nein. Dann mit dem Kaffee, mit den. Was mit dem Kaffee? Wo du sagtest, Starbucks oder weil. Von Kaffee habe ich nicht geredet. Nee, ach so. Nee, nee. Was für ein Kaffee? Ja, was? Nee, weil du sagst, ich wollte einen Kaffee, Kaffee trinken. Geredet. Ich trinke keinen Kaffee, ich trinke Tee. Direkt umgeschwenkt und wieder. Zwischendurch auch mal so ein bisschen Tee, auch mehr Pfefferminztee so in der Richtung. Warum reden die jetzt so unglaublich Smalltalk jetzt hier, Hans? Der wollte ganz mal nach der Richtung fragen jetzt. Papa. Okay. Aber sonst immer Kaffee. Hält gesund. Ich trinke keinen Kaffee, okay? Ich hatte immer eine schlechte Erfahrung mit Kaffee. Ja? Ja. Die Musik gleich. Ich hatte mal einen Freund, der hat ein bisschen Kaffee getrunken. Und der war wohl so richtig heiß. Und dann hat sich in der Lunge alles zerfressen, weil er zu heiß war. Ja, ich sollte mir auch. Karl-Heinz, kann ich dir was sagen? Nee. Schieß los, komm. Karl-Heinz. Wenn du schon mal einmal dran bist, dann. Okay, Karl-Heinz. Ich habe diesen Freund nie wieder gesehen, weißt du? Das war wirklich ein guter Freund. Ja. Ah, Karl-Heinz ist schon sympathischer, also echt ein sympathischer Mensch. Also der quatscht das ganze Mal mit dem, also finde ich sympathisch. Und alles weg. Ja. Den mussten dann seinem Körper abnehmen. Ja. Das war danach nur noch ein Kopf. Ja. Und den haben die in so einem Glaskasten gehalten. Also der ja, war noch du lebendig, glaubst. Das Gehirn hat funktioniert. Ärzte haben gesagt, der wird auch ganz normal weiterleben können, halt nur ja. ohne Körper. Ja, das ist scheiße. Ja, das war scheiße. Wie er es noch glaubt, ey. Oh Mann, ich hab da nur noch halb zu. Der will, glaube ich, weg da. Der guckt ständig, wo er hingehen soll. Der guckt gar nicht zu Irat hin. Entschuldigung, ganz kurze Frage. Ich suche einen Starbucks. Wisst ihr, wo ein Starbucks ist? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Sie gehen jetzt da runter. Da. Ach, da ist doch der Limbecker Platz. Genau, Limbecker Platz. Dann links und dann einfach geradeaus und dann im Limbecker Platz. In der zweiten Etage.
Also ganz oben. Ist eingefroren. Nein, der Lemberger Platz, da war ich gerade. Ich habe gehört, irgendwo soll noch mitten, also quasi mitten in der Stadt. Der Junge, was ist mit dem? Wo guckt ihr denn hin? Hey, was ist mit ihm eigentlich? Stadt soll ein Starbucks sein? Kann ich ihm leider nicht sagen. Ich kenne mich hier nicht so sehr aus. Kennst du nur den am Limbecker Platz? Und der am Hauptbahnhof. Also wie komme ich zum Limbecker Platz? Sieht. Ah, da war doch wohl. Die Junge hat so gar keinen Bock drauf, aber sie ist eigentlich ganz gechillt so. Sie gehen geradeaus, dann sehen sie da hinten diesen Laden, der heißt EMP, dann gehen sie da links. Ja, den sehe ich. Dann gehen sie weiter geradeaus. EMP, da war sie gerade wahrscheinlich. Eine EMP kann man so Sachen auch kaufen so. Das ist einfach die ganze Zeit und dann ist irgendwann der Limbecker Platz. Einfach da, einfach links und dann geradeaus die ganze Zeit. Und dann im Obergeschoss beim Limbecker Platz. Aber ist der Starbucks nicht unten? Nein, der ist oben. McDonald's, gibt's das da auch im Limbecker Platz? Oder? Ja, das ist... Der Junge hat sogar keinen Bock mehr drauf. Oh Mann. Das ist unten am Limbecker. Nein, aber das würde ich ja mal... Das ist am Limbecker Platz, sie gehen rein. Nein, und dann gehen sie die Rolltreppe runter und da ist direkt McDonald's. Hauptbahnhof nehmen, ja. Wenn, dann würde ich lieber am Hauptbahnhof. Ja, da geht sie dann einfach da lang Richtung Hauptbahnhof und das, der Hauptbahnhof ist das erste Restaurant am Hauptbahnhof. Junge, der hat sich auch nur seinen Teil, ey. Hauptbahnhof, okay, dann gehe ich einfach in die Richtung, dann finde ich es direkt, oder? Genau. Einfach alles klar. Hat sie den Hut schon genommen, Tschüss zu sagen, oder warum hast du das gerade gemacht? So, ich höre mal weiter. Karl-Heinz, alles klar. Ich wünsche dir auf jeden Fall was, ne? Ja. Das war echt ein gutes Gespräch mit dir, hat mir echt gefallen. Ja, das schon. Ich wollte dich einfach auch mal fragen, wollen wir es vielleicht auch mal öfters treffen oder so? Oh, mal gucken. Wenn ich jetzt momentan habe ich nur ein paar Laufereien am Arsch. Aber kein Problem. Aber so auf Gay-Basis, meine ich. Also. Auf Gay-Basis, oh mein Gott. So. Ist das okay? Oh. Einfach alles mal so treffen auf Gay-Basis? Naja, können wir machen. Ich bin ja meistens so hier vorne. Wenn nicht, sitze ich bei Backbord drin und trinke da meinen Kaffee. Karl-Heinz, ich hole dich da raus, dann machen wir Gay-Action. Ne, okay? Mal gucken. Gay-Action. Bist du dabei? Mal sehen, klar. Alles klar, okay. Karl-Heinz. Okay. Ich wünsche dir was, ne? Alles klar, danke. Aber geh mal nach Starbucks, okay? So, Jungs, seht ihr euch hier ein bisschen aus? Nicht so richtig. Kommt ihr von hier? Ne, wir kommen aus Mal. Okay, kein Thema. Ich suche die, aber kennt ihr vielleicht die Wilhelmstraße? Wilhelmstraße? Ja, sag mir das. Okay. Du kennst ja die, aber die Eisfläche, da siehst du, ne? Eis, ja, da. Ja, wenn du da quasi links gehst und da zwischen Berlitz und so einer Bäckerei, da gehst du rein, dann biegst du rechts ab, dann ungefähr zwei Häuserblocks. Du fragst mich doch gerade, oder? Ich würde ja nur dir sagen, wo die Wilhelmstraße ist. Das ist auch interessant, mal so die Sprache rumdrehen, so. Oh mein, nice. Ich wollte eigentlich zum Lübecker Platz. Ja, aber die Wilhelmstraße, die ist wirklich, das ist, wenn du die zu Fuß nicht erreichst, kannst du auch einen Bus nehmen, aber so. Eigentlich nutzt es nicht, weil du brauchst einen Bus so 12 Minuten und zu Fuß vielleicht nur so 8 oder so. Also ich würde euch empfehlen zu laufen. Okay, danke schön. Also weißt du, wo die Wilhelmstraße jetzt ist? Ja. Ich glaube schon. Geradeaus auf jeden Fall, denke ich. Ja. Und dann rechts. Oh, ich muss nein, links an der Eisfläche. Sorry, links. Links und dann geradeaus. Du gehst jetzt zur Wilhelmstraße, okay? Jetzt? Okay. Jetzt? Also die ist einfach da. Und wenn du zwischen der Eisfläche bist und der Bäckerei, Berlitz Bäckerei, das ist echt nicht zu übersehen. Okay, ich war selbst noch nicht da, aber ich habe wirklich gehört, das ist ganz einfach zu finden. Okay. Einfach da lang gehen. Zwischen Bäckerei, zwischen Berlitz, Straße geradeaus, rechts, okay, zwei okay. Blocks weiter. Wenn ihr es nicht findet, fragt einfach jemanden. Mach ich das. Danke schön. Wie heißt du? Ich heiße Wael. Wie? Wael. Was ist das für ein Name? Libanesisch. Die Oma im Hintergrund so. Wie heißt du denn? Okay, jetzt bist du zu mir im Straße. Okay. Jetzt? Ja. Alles klar. Danke dir, ne? Oh, das ist brutal einfach. Also die Frage, ob die wirklich jetzt zur Wilhelmstraße gehen oder ob die ja nicht dahin gehen jetzt. Haben sie Schiss und trauen sich da nicht hinzugehen oder gehen sie dann einfach nicht hin?
kurze Frage. Ja, darf ich dich einmal küssen? Ja. Ha, jetzt kommt der Kussprank. Darf ich einmal küssen? Oh, wie unangenehm. Fetter Pinguin. Nice, Pops. Soll es kurz Eis brechen? Na, lustig. Pops, ja, schlecht. Ich wollte ihn küssen. Warum? Ich finde, er ist ganz hübsch. Wirklich? Ja. Er hätte durchgezogen. Oha. Oha. Der hätte durchgezogen. War nur Schwarz. Er will einen Kuss haben, Ey, oh, Das ist jetzt eigentlich ist es jetzt ein Korb, ne? Also er hätte ja gewollt, hier. Was irgendwie, was soll ich fühlen? Ich weiß nicht, was ich fühlen soll jetzt. Ich fühle mich einerseits, finde ich ein bisschen so, weil ich dachte erst, der kriegt auf die Fresse oder so jetzt, aber jetzt doch eigentlich so süß eigentlich reagiert drauf. Und dann jetzt sagt, nee, doch, es ist ein Prank eigentlich. Stell ich mal vor, es kommt zu euch, ein wunderhübsches junge Mädchen, oder was auch immer ihr steht, kommt zu euch und sagt, hey, willst du küssen? Und ihr so, ja, okay, ihr seid so voll freudig schon drauf. Und plötzlich sagt sie so, halt, nein, stopp, es ist nur ein Prank. Und ich so, ah, lustig. Ja. Aber irgendwie tut mir auch irgendwie leid, ne? Mir tut auch leid, Pukai. Tut mir auch irgendwie leid, ja. Du hast Spaß gemacht. Ist das okay, wenn du mit dem Video bist? Ja, ist wir machen nur Spaß. Okay? Alles klar, danke dir. Ciao. Good for life. Oh, unangenehm ist ihm auch, ja. Oh mein Gott. Film mit versteckter Kamera. Oh. Wir haben Comedy-Kanal auf YouTube. Das war nur ein kleiner Spaß. Film mit versteckter Kamera. Schau das mal auf, das sehen. Geil. Das ist ja schräg. Das ist so geil, oh mein Gott. Ich würde das jetzt auch aufschreien. Okay, das ist richtig geil. Ich hab das auch. Oh mein Gott. Aber ich hab mich auch sowas. Oh mein Gott, mein Herz. Ich hab mich so erschreckt, ne? Aber ist okay für alle, ne? Ja, natürlich. Alles klar, danke euch, ne? Ciao. Ey, Junge, ich wusste, dass du das nicht schwimmst. Ey, Junge, komm, ey, ich dachte, der klatscht dich ja jetzt. Wegen meinem Namen, ich wusste, was geht jetzt ab, Alter. Junge, weißt du, Mann, ich hab's sogar abonniert. Ich dachte, ja. Er kennt ihn. Ach so, er kennt ihn sogar. Och, Mann, was? Ist okay, wenn du mit dabei bist? Nee, ist halt egal. Von mir aus Willst du vielleicht noch jemanden grüßen? Ja, ist doch mal alter Arbeitskollege. Wie heißt der Arbeitskollege? Hast du den Namen vergessen? Ja. Na, er will jemanden grüßen. Arbeitskollege weiß aber meinen Namen gerade nicht. Oh, Karl-Heinz. Oh, Karl-Heinz ist knuffig irgendwie. Ach, dann war es auch nicht so wichtig, ja, ne? Nee. Alles klar. Karl-Heinz, ich wünsche dir was, ne? Ciao. Nice, guck mal hier. Och, Mann, ey. Aber nice. Es war schön. Es war ein cooles Video. War wieder richtig cool, wieder viel gelacht. Echt nice. Auch nice Ideen immer. Sind nie was dabei, was langweilig ist. Immer spannend, immer unterhaltsam. Finde ich cool. Finde ich auf jeden Fall cool. Ich dachte, er macht den Prank ohne zu fragen, wäre auch lustig. Ja, wäre auch lustig gewesen. Macht er bestimmt auch mal wieder. Hat er schon mal sowas gemacht, wo er so irgendwie so ganz nah an das Gesicht herangeht und so. Ja, cool. Nice, Irat. Dass er noch Facebook angegeben hat. Facebook. Ich folge ihm direkt erstmal auf Facebook, Leute.